Hallo und herzlich willkommen zu Neuseeland Tag 1 zu 2, so rum. Wir sind auch zu zweit. Hallo! Wir sind jetzt gerade beim Dolphin Encounter, sind schon in unseren Wetsuits. Schick wie eh und je. Und wir haben sogar eine GoPro uns gemietet, dass wir auch jetzt da filmen können. Jetzt kriegen wir noch eine Einleitung und dann geht's ab aufs Boot. Bis gleich. So, okay, wir sind jetzt auf dem Boot und haben unsere GoPro aufbekommen. Wir fahren jetzt so 30 bis 40 Minuten raus, suchen Delfine. Thank you.
Holy shit. Ja, wieder aus dem Wasser raus. Das war super awesome. Also mal schauen, wie gut man es auf den Bildern sieht. Aber die waren so nah und es war so cool. Ein bisschen trocken werden und dann noch Bilder vom Boot machen. Hello. Ah. Geduscht, sind schon ein Stückchen gefahren, haben wir jetzt einen kurzen Stopp. Wir fahren jetzt insgesamt ein bisschen länger als 5 Stunden, sind jetzt an einem kurzen Spot, wo ein paar Seelöwen sind. Ja, die fühle ich. Die chillen da einfach nur auf dem Felsen und machen gar nichts. Liegen da einfach nur. Überall aber. Das ist da unten. Siehst du die Kleinen, die da rumliegen? Ja. Mini-Dinger. Ach, der läuft. Unter uns ist auch einer. Junge, wie bist du da hingekommen? Bitte mal Assi. Okay. Wir sind jetzt angekommen.
5 Stunden ungefähr rum, ist es glaube ich 6 jetzt. Wir haben wieder so ein kleines Tiny House, wie ich es schon mal hatte. Ein bisschen kleiner als ich es beim letzten Mal hatte, aber mehr braucht man eigentlich nicht. Da sind wir jetzt 2 Nächte. Das heißt, morgen erkunden wir den Abel National Park. Zu Fuß, nicht mit Kajak, wie es geplant war, weil das Wetter so mäh ist. Das heißt, er darf ein bisschen laufen. Er da. Genau, aber jetzt erstmal so ein bisschen ankommen. Wir haben auch gleich den Strand hier um die Ecke. Da schauen wir gleich mal vorbei und dann essen wir noch zu Abend und machen uns einen gemütlichen Abend. Aber das kommt nachher noch. Jetzt habe ich genau verpasst, wie du durchgelaufen bist. Kannst du nochmal zurücklaufen? Wir sind jetzt nach dem Essen noch ein bisschen Stargazing gewesen. Und damit geht der erste Tag auf der Südinsel vorbei. Wie ratest du deinen ersten Tag Neuseeland? Der erste komplette Tag Neuseeland. War sehr krass. Ist geratet sehr krass mit 10. Rating ist sehr, sehr krass. Out of 10. Sehr gut. Damit beende ich das heutige Video. Damit beende ich das heutige Video. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.